Guck, oh, da ist eine Brücke vorbeigefahren. Das ist richtig geil. Oh, das war richtig spektakulär. Es klang so, als ob du da so einen fetten Lost Place gesehen hättest, aber es war nur eine scheiß Brücke. So, wir sind jetzt hier in Düsseldorf angekommen und genau, mit ganz viel Verspätung, weil wir die ganzen Züge nicht erreicht haben. Genau, und deswegen sind wir jetzt in Düsseldorf angekommen und wir werden heute irgendwo hier in Düsseldorf pennen. Das wird richtig geil sein, wenn wir unseren Pennplatz suchen gehen. Hier vorne ist eine Figur mit Fotografie, Paparazzi, Aggregatzuständen, genau. Hier vorne ist ein Turm oder wie das heißt. Hier vorne ist ein verlassener Kran. Und da ganz hinten, da fährt Schiff, so ein Rheinschiff, weil das hier, das ist Rhein oder wie das heißt. Aber genau, da vorne fährt so ein richtiger Schiff. Guck mal, hier vorne sind sogar zwei Schiffe, die sich überqueren. Das sind richtige Rheinschiffe. Die sind richtig geil, die haben es richtig drauf. In meinem Gehirn sind weiße Würmer drin, die mein Gehirn auffressen. Ich weiß zwar nicht, warum die das machen, aber das ist so, das ist genau so. Das passiert jetzt gerade. Ui, du hast echt immer Glück bei Abstiegen. Ich bin auf mein Rektum gefallen, das ist geil. Das könnt ihr alle mir nachmachen. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Hier werden ich und Bianca drunter schlafen. Und hier wird mein Bruder drunter schlafen. Ich habe bestimmt irgendwie 5-6 Mal diesen Scheiß hab noch mal neu aufspannen müssen, weil dieser scheiß Boden hier so scheiße sandig ist. Und das war richtig scheiße gewesen, das hier aufzuspannen. So, jetzt wird, wie heißt das nochmal? Thunfisch gebraten. Das ist richtig geil. Thunfisch kann ich nur empfehlen. Thunfisch ist richtig geil. Nein, hab ich noch nicht. Für den Herrn Bettin. Dankeschön. Das ist Dennis Bettin. Er hat in der Vergangenheit wirklich coole Sachen gemacht. Du bist von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze in 17 Tagen fast durchgelaufen. Genau, aber nur bis zur Hälfte. Ich musste ja aufgeben wegen der Nierenentzündung. Mein Freund hat es dann geschafft. In 16 Tagen war es dann. Das ist krass. Das ist eine extrem krasse Leistung. Und du bist 700 mal... 713. 13 mal vom 3-Meter-Brett gesprungen, das stimmt. 713 mal vom 3-Meter-Brett gesprungen. Das stimmt, genau. Und war 95 Kilometer Schneeschuhlaufen bei minus 25 Grad in Bayern. Ja. In 24 Stunden. Und zwei Wasserrutsch-Weltrekorde. Auch 24 Stunden lang auf eine Wasserrutsche 50 Kilometer gerutscht in Erding, in München. Sind die alle noch aktiv, deine Welt? Die sind alle noch aktiv, ja. Oh, geil. Die stehen auch im Guinness-Buch. Das ist cool. Das ist die geil. Stehen, kann man auch googeln noch. Das ist alles. Ich habe auch die Urkunden dann zu Hause noch. Alle fünf. Geil. Googelt nach Dennis Bettin. Unbedingt. Genau, wer das mal sehen möchte, den Wahnsinn, dann kann sich das gerne anschauen. Da weiß er, glaube ich, alles drüber dann. Also man kann alles nachlesen. Ich wünsche euch allen einen schlechten Appetit oder wie das heißt. Dankeschön. Das schmeckt voll schlecht, ich mag das nicht. Was? Schmeckt gut. Wo ist die? Da ist die. Eine Ratte. Die haben wir natürlich an. Die Ratte haben wir natürlich hier angelockt mit unserem Essen. Ratten sind voll cool. Die klauen unser Essen oder wie das heißt. Guten Morgen, es ist nass und feucht. Es ist hier alles komplett durchnässt. Herr Bettin, guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Tourday TV. Guten Morgen. Ich hoffe, du hattest eine sehr schlechte Nacht gehabt. Nö, ich bin trocken geblieben. Wir sind nass und feucht. Das ist geil. Guck mal hier. Hier vorne ist eine leere Brotpackung. Da war Brot drin. Da war ganz viel Brot drin. Aber das haben uns die Ratten weggefressen. Deswegen ist das jetzt leer. Und weil wir jetzt kein Brot mehr haben, haben wir nur Purwürstchen zum Snacken. Buche kann man essen. So, mein Bruder hat seinen Tarp abgebaut und auf diesen Lattenrost, was hier rumlag, hat er drauf gepennt. Und das war richtig unangenehm gewesen. Ja, man musste die ganze Zeit auf dem Rücken schlafen, auf der Seite ging gar nicht. Aber ich war trocken, du nicht. Das ist cool. Das lag daran, weil dieser eine Hering abgegangen ist. Und das hat uns dann nass und feucht gemacht. Die Ratten haben dein Brot aufgegessen. Die Ratten haben unser Brot aufgegessen. Die haben uns beklaut, die Ratten. Das ist schon nochmal hart, ey, mit den Ratten. Ne? Ich habe mal mit einer Ratte rumgeleckt. Nein, echt? Ja. Bei dir sind Ratten unter dein Ross gelaufen, ne? Ja, mit
haben einen Schlafplatz durch. Das ist cool. Und haben Geräusche gemacht. Und dein Brot gefressen. Das ist richtig geil. Vor allem, warum fressen die unser Brot auf? Das ist doch total. Das ist total dreist. Jetzt Koffeinsaufen Start kommt. Guck mal, da drüben, da fährt ein düsseldorflicher Schiff lang. Also so ein richtiger Vollfettschiff. Ein Schiff mit Fetts dran. Vollfettschiff! So, wir sind gerade gestartet. Und mein Müllsack ist natürlich aufgerissen. Das muss zusammengenäht werden oder ein neuer Müllsack. So, ich habe da neue Müllsäcke dran gehangen und das da reingemacht. Damit kein Müll mehr runterfällt, dass wir das dann aufheben müssen. Aber ich habe wenigstens Grip unter den Schuhen. Ja, das geht. So, wir haben unseren Gepäck erfolgreich hier hochgetragen. Das war ein richtig mieses Stück Scheiße gewesen, dieser Berg. Hier vorne fahren Autowaggons lang. Autowaggons? Ja. Oder ein Schiff mit Autos beladen? Nee, das sind irgendwelche Waggons, die hier über Wasser rumlaufen. Das ist Trinkwasser, was trinkbar ist. Guck mal, diese Blumen hier vorne, die können Sonnenblumenöl rausspritzen. Das können die wirklich. Und jetzt laufen wir da rein. Das ist ein... Ich weiß nicht, Oldtimer oder sowas. Also eine Ausstellung für Oldtimer. Also alte Fahrzeuge und sowas. Guck mal, erstes Oldtimer-Auto gefunden. Und hier vorne stehen noch mehr Autos rum. Also so einen richtigen voll Altautos. Autos mit Alt dran. Hier vorne sind ganz viele Motorräder. Auch mit Alt dran. Da vorne ist ein Ferrari mit Alt dran. Und hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeuge mit Alt dran. Hier sind noch viel mehr Sportfahrzeuge mit Alt dran. Und hier vorne ist ein zukünftiger Fahrzeug. Hier vorne sind noch mehr Sportfahrzeuge mit Alt dran. Ist schon wieder Ferrari gefunden. Und hier vorne ist noch so ein Ferrari. Hier vorne ist Mercedes heißt das. Guck mal, dieser Fahrzeug, der hat da hinten einen Platten dran. Hier vorne ist so ein richtig geiler Bus. Ich mag diese Karosserie, die sind voll cool. Da kann man drin schlafen und so. Und hier vorne ist auch so ein voll Altauto. Von England oder weiß ich auch selber nicht. Hier vorne ist noch so ein voll Altauto. Hier vorne sind noch mehr diese englischen voll Altautos. Hier vorne ist ein alter Geländewagen. Hier drüben ist noch so ein Geländewagen. Jeep oder wie das heißt. Genau, und hier vorne ist schon wieder so ein voll cool Auto, wo man drin schlafen kann. Guck mal, hier vorne stehen ganz viele Ferraris rum. Also mit diesen Zeichen. Ich wäre ein richtiger Spinner oder wie das heißt. Hier vorne ist schon wieder so ein voll Altfahrzeug. Der sieht voll cool aus, weil der so klein ist und so. Und hier vorne ist ein Porsche mit Farbe dran, wo sogar Saale dran steht. Dieser Porsche mit Farbe dran, der ist hier für 1 Million Euro zu verkaufen. Und hier vorne ist schon wieder so ein sowas Englisches oder was das ist. Hier vorne ist noch so ein voll Altauto. Und hier vorne ist ein voll Altauto mit Staub dran. Hier vorne sind noch viel mehr voll Altautos, die so richtig alt sind und so. Und veraltete Sportwagen auch noch. Die kommen auch noch hinterher. Und veraltete Lastwagen. Hier sind veraltete Zweiradfahrzeuge, die so richtig alt sind und so. Oder neu, je nachdem, ist beides hier. So, ich war hier bei dieser Autoausstellung mit Ihnen drin gewesen. Und jetzt laufen wir raus.